Gitarrenunterricht klang es noch so wunderschön in der Schule und dann kurz ist man zu Hause und es klingt furchtbar, weil die Ukulele nämlich komplett verstimmt ist. Durch Kälte, durch den Transport, nichts geht mehr, alles klingt falsch. So, Gott sei Dank gibt es diese kleinen Geräte, inzwischen schon für 4-5 Euro zu erhalten, mit denen man die Ukulele stimmen kann. Dennoch muss man auch natürlich etwas Wissen haben, wie setze ich dieses Gerät denn überhaupt ein? Wie kann das überhaupt funktionieren? Da, das wollen wir jetzt mal ein bisschen trainieren. 2-3 Sachen sind grundlegend. Das heißt, löse ich eine Saite, wird es leichter, wird die Saite tiefer. Drehe ich nach links, wird die Saite höher. Es kommt mehr Spannung auf die Saite. Links tiefer, nach rechts höher. Das ist ganz wichtig und muss einem erst einmal im Kopf klar werden. Rechts tiefer, links höher. Es sei denn, jemand hat die Saiten falsch aufgespannt, das könnt ihr von eurem Lehrer kontrollieren lassen. Gut, dann kommt es auf die Stimmung an. Wir haben hier eine Ukulele gestimmt in C, G, C, E, A. Gute Clowns essen alles. Gute Clowns essen alles. Also müssen wir die Töne stimmen. G, C, E, A. Und das machen wir jetzt mal. Dazu gehen wir mal ganz nah ran an die Ukulele und betrachten uns, was das Stimmgerät alles so zu bieten hat. So, kommen wir jetzt zum eigentlichen Prozess des Stimmens. Ich habe die Ukulele hier hingelegt. Ich hoffe, man kann es eigentlich ganz gut sehen. Die vier Seitennamen der Ukulele G, C, E, A. Es handelt sich hier um die C6-Stimmung, nicht die D-Stimmung, C-Stimmung. Ganz, ganz wichtig ist dran denken, dass das Stimmgerät auf chromatisch zu stellen, nicht auf Gitarre oder Bass, denn dann sind die Töne gar nicht vorhanden. Auf chromatisch, C-H-R-O abgekürzt hier. So, und wir beginnen jetzt einfach mal. G, C, E, A waren die Seitennamen. Die erste Seite ist G. Ja, ich sehe hier, erscheint schon ein G, das heißt ungefähr stimmt es, ist aber zu tief, denn der Zeiger muss ja in die Mitte. Nehmen wir noch ein Stückchen hoch. Wir nähern uns schon ein bisschen der Mitte jetzt. Ja, und was passiert, wenn wir in der Mitte sind? In der Mitte wird es grün. So, das wäre jetzt perfekt gestimmt. 440 Hertz. Den Ton G haben wir. Nächster Ton. G, C. Also auch zu tief. Der Zeiger ist links. Links von dem Mittelstrich. Das heißt, wir müssen nach oben. Oben heißt immer, es geht schwerer drehen. Ich habe mehr Spannung, ich muss mehr Spannung auf die Saite bekommen. So, es wird, ja. Nach links wegdrehen sozusagen. Also es muss immer schwerer werden, dann wird die Saite höher. Wird es leichter, dann wird die Saite tiefer. Ja, jetzt haben wir etwas, wie wir sehen, es ist über rechts von der Mitte. Das heißt, der Ton ist zu hoch. Jetzt müssen wir nach unten. Das E ist so hoch. Also ich drehe zurück. Es wird immer noch mehr lösen, die Saite, noch mehr lösen, bis es in der Mitte ankommt. Ja, gerne mache ich dann auch mal sowas. Ich ziehe mal ein bisschen an der Saite. So. Jetzt haben wir ungefähr die Mitte. Es leuchtet grün. Perfekt. Und die letzte Seite fehlt uns noch, die A-Seite. Jetzt haben wir ja auch eine Besonderheit, es steht auf G, GIS, da lohnt es sich im Musikunterricht aufzupassen. G ist 1 unter dem A, das heißt, ich muss weiter hoch, 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 hoch. Da kommt das A. Ja, hier haben wir das A. Und noch ein bisschen. Ja, A. Zum Schluss kann ich mal durchgucken, ob alles stimmt. G, C, E, A. Wie gesagt, es handelt sich um die C6-Stimmung, G, C, E, A. Solltet ihr euch unsicher sein, nehmt die Ukulele mit zu eurem Lehrer, lasst sie nochmal nachstimmen. So, und mit einer frisch gestimmten Ukulele macht es natürlich gleich noch viel mehr Spaß. I got good spirit.
walk along a path to the spring of a brook. Wind is blowing through the trees, my senses are away. I am standing still, listen silent to the hills. Then my soul is blowing back to forgotten years, telling me you.